Hallo Leute und willkommen zur nächsten Runde. Wir sind jetzt wieder ja, nach dem Cut zur Folge 10, glaube ich. Ja, 10 müsste es sein. Und wir haben zwischen den Folgen ein bisschen was gemacht. Zunächst habe ich hier die Maschinen abgeschlossen, die hier standen, weil die Strom ziehen. Und die Maschinen bekommen eigentlich so gut wie keinen Strom, bekommen sie immer noch nicht. Müssen wir dann wahrscheinlich mehr Windturbinen bauen. Und zusätzlich haben wir ein bisschen Kohle gefarmt, wie wir es gesagt haben. Hier ein Stack und 47 ist zwar jetzt nicht immens viel. Ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Ist jetzt zwar nicht immens viel, die Sounds sind wieder so laut. Aber reicht auf jeden Fall mal für einen kleinen Reaktor. Dann braucht man eigentlich eh keine Windturbinen mehr bauen. Fällt mir gerade so ein. Und zusätzlich habe ich noch hier oben. Weil das fand ich jetzt auch langweilig, sowas in der Folge zu machen. Da habe ich hier ein kleines Gehege gemacht, wo ich Schafe eingefangen habe. Habe ich schon vermehrt zu zwei. Und zusätzlich gebe ich euch schon den Tipp: Durch Malicious Doors, diese Oak Fence, wenn ihr die platziert, crasht euer Spiel. Wenn das dann wieder startet, ist es da, ihr könnt es öffnen. Aber wenn das halt platziert, crasht euer Spiel. Deswegen gebe ich euch einen Tipp. Umgeht sie vielleicht, also hier im Modpack, in meinem gerade. Ich weiß ja nicht, ob es bei anderen auch der Fehler ist. Ich muss den Mod dann updaten, aber momentan empfehle ich heute halt, wenn ihr es vermeiden wollt, dass das Spiel crasht, baut euch eine normale Tür oder baut das irgendwie anders. Aber ihr könnt sie halt schon platzieren, aber dann crasht halt euer Spiel, ihr müsst es neu starten und dann sind sie halt da. Aber ich weiß nicht. Ist halt schon nervig, wenn das Spiel dann crasht und man es neu starten muss. Naja, aber in unserem Fall natürlich ist halt der Server gecrasht. So, jetzt werden wir uns an den kleinen Reaktor setzen. Ich Oh, würde shit. sagen, wir werden einfach so 32 Kohle werden wir mit 4 Kohle befeuern. Ja, so läuft das System hier. So, Ja, hier genau, würde ich auch sagen. 32, ja, hier 32 Kohle mit Kohle befeuern. Da bekommt man Oh, nämlich shit. Graphit und da können wir unten Add Big React. Ja, so nicht so eingeben. Übrigens, hast du das mitbekommen? Der Entwickler von Big Reactors hat den Mod, hat jetzt aufgehört, den Mod zu entwickeln. Der macht den nicht mehr. Okay. Der macht den nicht mehr. Schade irgendwie, ne? Was ein geiler Mod war. Aber er wird deswegen, glaube ich, nicht aufhören, weil er hat jetzt den, den Source Code hat er freigegeben. Das heißt, andere dürfen jetzt diesen Mod weiter programmieren. Aber es darf natürlich keiner den Mod jetzt für sich beanspruchen, sondern jeder darf ihn weiter programmieren. Und das ist schon toll. Vor allem war es ja mal geplant, die Reaktoren von Big Reactors können ja nicht explodieren, ne? Das war ursprünglich, also das wollte er noch machen. Er wollte nämlich, dass die Reaktoren auch explodieren können. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe eigentlich das System so, wie es jetzt war, ziemlich genossen. Weil ich drücke mich ja immer davor, den Industrial Craft Nuklearreaktor zu bauen, weil ich das hasse, aufzupassen, dass sie nicht überhitzen und explodieren. Und ja, ich hoffe mal, der neue Mod-Entwickler, also ich hoffe natürlich, dass jemand diesen Mod wieder updaten wird. Und ich hoffe dann auch, falls er das einbauen wird, dass sie explodieren können. Also dann wenigstens vielleicht in der Config das so macht, dass man es ein- und ausschalten kann. Denn ich finde das einfach nur nervig. Und wenn ich dann einen Server zum Beispiel durchlaufen habe, mag ich auch nicht, dass ich am nächsten Tag drauf joine und dann ist alles kaputt. Das ist mir dann zu umständlich. Ich meine, ja, schon eine nette Funktion, aber man sollte, ich finde, man sollte es dann jedem selbst überlassen, ob er es drin haben will oder halt nicht. Hoffe ich halt mal, dass das dann so übernommen wird. Immer Stört es dich noch. eigentlich, wenn ich auf Speed-Upgrades baue? Nee, stört mich nicht, aber die Upgrades solltest du vielleicht nicht bauen. Du solltest die Upgrades bauen, die Energy Upgrades, dass die nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Ja, klar, mache ich auch so. So, wir brauchen einen Reactor Controller. Braucht man Dia, ein Redstone, zweimal Jellurium. Nehmen wir uns einfach hier das Jellurium. So, das legen wir hier hin. Hier legen wir das Jellurium hin. Hier den Diamanten. Da haben wir schon den Reaktorcontroller. Das ist eigentlich das teuerste vom Reaktor, weil man halt ein Dia braucht. Aber das ist jetzt nicht so störend.
dann bauen wir noch mehr von den Reactor Casings. Bauen wir hier hin, hier hin, hier hin. Das ist jetzt der kleinstmöglichste Reaktor, den wir bauen. Also kleiner geht er wirklich nicht. Liefert aber natürlich jetzt momentan genügend Strom, damit wir unsere Sachen befüllen können. Und das ist halt das, was wir jetzt im Moment brauchen. Hier Genau zwei Knöpfe. gesagt haben, mein Minecraft crasht gerade. Echt jetzt? Ja. Ja, das ist super. Bin ich auch. So, hier legen wir das frei, denn hier müssen wir gleich einen Anschluss machen. Hier machen wir dann den Energieausput. Und hier können wir es dann befüllen. So, machen wir das so und dann so. Dann braucht man zweimal einen Piston. Also 3, 4 und zweimal der Chest. Und ich glaube, Gott, jetzt hängt mein ganzer Computer. das ist am besten natürlich. Ja klar, immer doch. So. Oh gut, jetzt bist du endlich mal vom Server. Du warst nämlich noch die ganze Zeit drauf. So, dann legen wir das hier hin. Da die zwei Pistons, da die zwei Chests. Dann können wir zweimal Reactor Access Points. Das braucht man zum Oh. Befüllen. Hier kommt dann, na, hier kommt dann der Abfall raus. Da müssen wir uns noch drum sorgen, dass wir hier den Control Rod. Das mit der Kohle könnte sie vielleicht sogar ausgehen jetzt. Wo haben wir denn Eisen? Habe ich das ganze Eisen verbraucht? Kacke. Der ist gerade nicht am Eisen produzieren, ne? Nee. Hä, das kann doch nicht das ganze Eisen sein, das wir noch haben. Kann sein, dass ich noch was im Inventar habe. Nein, hier haben wir noch genügend Iron Dust, aber das müssen wir halt schmelzen. Ja, aber Stackwise Iron Dust. So. Dann ordnen wir das einfach so an. Hier wieder übliches Spiel. Da braucht man den Power Tab, dafür braucht man das hier. Dann braucht man einen Redstone da und dreimal Graphit. So, dann haben wir den Reactor Control Rod. Platzieren wir da oben drauf. Und jetzt braucht man. Nein, hier braucht man noch einen Power Tab. Nee, es glaube ich geht sich von der Kohle her dann doch nicht aus. Müssen wir dann so nochmal 8 nachlegen. Hier und hier. Ja, das ist relativ einfach zum Craften jetzt. Einfach hier das Eisen wieder ganz normal. Hydrorium. Ja. So, dann haben wir hier den Reactor Power Tab. Das müssen wir jetzt an Stromkabel mit anschließen, logischerweise. Wo sind denn die Stromkabel? Ich hatte doch noch Stromkabel, die habe ich nicht alle verbaut. Ja, hier. So. Machen wir das hier hin. Hier das Stromkabel ist schon dran angeschlossen. Und jetzt müssen wir nur noch die restlichen Casings bauen. Und dann können wir den Reaktor schon in Betrieb nehmen und der wird uns jetzt genügend Strom produzieren, damit das endlich läuft. Na, vorausgesetzt, wir haben. Ja, hier haben wir noch Edorum. So. Nee, die wollten wir craften. Hier wollten wir noch. So, die sollten jetzt also einmal noch, dann sollte das reichen. Und dann ist der Reaktor endlich einsatzbereit. So. So. So, das Redstone ist falsch, da gehört die Lorem hin. Reaktor Casing. Und damit füllen wir das Ganze hier jetzt endlich aus. Nein, es geht sich nicht aus. Verdammt.
als ob sich das jetzt um das eine nicht ausgeht. So, jetzt haben wir es aber. So, dann brauchen wir hier nur eins. Den Rest legen wir da rein. Und jetzt wird es zu einem Multi-Block. Passt auf. Hier, Multi-Block. Und jetzt seht ihr, hier haben wir nichts befüllt. Das ist ein relativ kleiner Reaktor, so würde uns nicht viel Ilorium fressen. 3 Ilorium hat uns mal gefressen. Hier legen wir noch 5 nach. Okay, jetzt ist er schon voll. Also 4 Reaktor kriegt der 4 Ilorium kriegt der Kleinste rein. Wenn wir den jetzt aktivieren, fahren die Brennstäbe hoch. Und der Energy Buffer wird sich gleich auffüllen. Die Maschinen bekommen jetzt genügend Strom. Also den können wir jetzt laufen lassen. Hier machen wir das, machen wir das. Das können wir auch wieder anschließen. Das können wir auch wieder, das können wir richtig anschließen. So, das betreibt er nun alles und ihr seht, hier bekommen wir schon jetzt Überstrom. Das wird hier drin gespeichert. Die Maschinen sind voll. Also haben wir kein Problem mehr damit. Der lässt das jetzt alles durchlaufen. Jetzt haben wir schon einen kleinen Reaktor, eine Windturbine, relativ viel. Oh, und ich sehe, dass die Folge sich jetzt dem Ende zuneigt. Ja, und ich nicht auf den Server komme. So. Ja, hier sollten wir eigentlich noch was anschließen. Das können wir vielleicht noch schnell machen. Und zwar schließen wir hier einfach noch zwischen eine Chest. Die mal wieder mit Bohamas hier und den Configurator, der ist hier. Nein, so rausnehmen. Dann das anschließen. Hier wollen wir nichts raus haben. Schnell drauf. Ah. So. Hier machen wir im Put. So, und jetzt können wir dort unten noch den Dust, den wir noch produziert haben. Hier auch noch, das auch noch, das auch noch, das auch noch. So, ja, den Dust, den wir jetzt hier nicht haben, können wir noch da unten hinlegen. Und der wird dann halt, wenn dann Slots frei sind, da rausgezogen und wird dann oben verarbeitet. Ist Tintast so ein Mechanismus? Das ist aber auch Tintast. Eigentlich müsste er das jetzt ziehen, ne? Ja, hui. Input. Warum zieht er das nicht? Ja, das ist Tintasso-Mechanismus und das aber auch. Also ich werde immer noch nicht ganz schlau aus dem Mechanismus-System hier. Boah, nee, Alter. Glaube ich, es crasht schon wieder. Ist jetzt eh egal, die Folge neigt sich dem Ende und ich glaube unser Marathon, unser kleiner auch. Jetzt hä, da, das zieht er, das nicht. Das ist echt merkwürdig. Doch, Pull. Naja, ist jetzt egal. Unser kleiner Marathon ist jetzt, würde ich sagen, fertig. Und dann sage ich, ciao, liebe Leute, wir haben es geschafft, heute einen Reaktor, eine Turbine zu bauen. Und das war's dann. Nein. Also, und falls ich es noch nicht euch gezeigt habe, das wollte ich euch noch zeigen. Genau, stimmt. Disconnect. Das Ganze läuft jetzt endlich auf dem Server. Also, wir haben es jetzt auf den Server gezogen. IP zeige ich euch nicht. Wir haben es aber jetzt auf den Server gezogen. Und jetzt läuft das halt nicht mehr über Singleplayer. Und später werden dann noch die Portale folgen, wo dann jeder so seine eigene Welt hat. Gut, Leute, dann war's das und ich sage ciao. Ciao.